Hallo Welt, da sind wir wieder hier in Nuka World, um genauer zu sein, in Nuka Town. Und ja, wir haben glücklicherweise abgespeichert. Es ist ja nicht so weit, es ist ja gleich um die Ecke. Wenn ich mit den Zähnen knirschen würde oder das machen würde manchmal, dann würde ich das jetzt wahrscheinlich. Wer die letzte Folge, gerade den Schluss der letzten Folge gesehen hat, weiß warum. Alles nochmal. Okay, ich gehe mal davon aus, dass diese Folge hier, das heißt die letzte und vorletzte, auch am Mittwoch veröffentlicht wird. So vom Zeit, wenn ich das so richtig überblicke alles. Also werden die drei Folgen, ich hoffe, dass wir es in dieser Folge schaffen dann auch, dann werden diese drei Folgen wahrscheinlich alle an einem Tag veröffentlicht. Und dann gibt es eben an einem Tag nur diese Versorgungsanlage. Ja, aber das mit den, jetzt bitte mal. Also schreibt ruhig in die Kommentare, dass ich wirklich das nicht kann oder irgendwas, ist mir egal. Nein, schreibt das nicht, ich bin sehr sensibel. Nein, aber bitteschön, wir haben doch richtig getroffen. Das war bei dem Geschützturm so, schon so seltsam. Wir haben doch auch den Geschützturm vorhin, da brauchen wir normalerweise, allenfalls brauchen wir drei Schuss dafür. Ich sammle jetzt hier auch nichts ein unterwegs. Puh, ist mir doch egal. Und wir brauchen noch drei Schuss für so einen Geschützturm. Wie viel haben wir? Wir haben fast ein ganzes Magazin drauf geschossen. Irgendwas geht da vor in der Anlage. Oder unser Gewehr war kaputt, ich weiß es nicht. Aber einen Gewehrverschleiß gibt's doch hier leider nicht mehr. Och, jetzt alles nochmal. Ehrlich gesagt, ich produziere jetzt, die letzten drei Folgen habe ich hintereinander produziert. Und ich muss sagen, das macht keinen Spaß, wenn man das alles nochmal machen muss. Das ist... Ja, Überlebensmodus ist schön und gut. Es soll ja auch schwieriger und interessanter sein. Das mit dem Essen ist ja schon gut. Und mit dem Abspeichern finde ich auch gut. Aber, dass da wirklich überhaupt keine Schlafmöglichkeit gegeben ist. Wir haben doch wirklich in jede Ecke geguckt. Sonst hätte das doch nicht so lange gedauert. Also ich fange an. Ich fange an mit der Folge und verbreite schlechte Stimmung. Das will ich ja auch nicht machen. Tut mir leid, aber ich gehe mal davon aus, liebe Welt da draußen, dass die Folgen, die heute veröffentlicht wurden, dass die hintereinander dann vielleicht auch angesehen werden oder zumindest, dass ihr, liebe Zuseher, liebe Welt da draußen, dass ihr die anderen Folgen dann schon gesehen habt, die zwei davor. Aggressotrons, was sollen wir denn da machen? Das ist der einzige Trick, den wir kennen, in die Beine schießen und dann sind sie schon mal nicht so schnell und dann kann man sich um den Rest kümmern. Aber hat man ja gerade gesehen, hallo, ich habe die Beine getroffen. Ich gucke mir das nachher nochmal an. Ich kriege auch schnell schon mal Panik, aber ich sag mal... Willkommen in der Nuka-Cola-Welt der Erfrischung. Jetzt mit einem Nuka-Cola-Quantum-Flux. Es dauert etwa 2 Jahre. Im Westen gab es regelmäßig... Ah, mir ist das egal. Lasst mich in Ruhe. Noch so ein Ding. Und hier kommt man eh nicht raus. Nein. Was haben wir jetzt gemacht? Ja, ich war jetzt ein bisschen angefressen noch von der letzten Folge, wer den Schluss gesehen hat. Ach, wir sind doch wirklich vorsichtig vorgegangen. Das ist doch wirklich lächerlich, sowas. Der hat überhaupt... Ich guck mir das nochmal an. Ich werde da extra nochmal reingucken. Zu der Stelle extra nochmal. Wo haben wir denn jetzt? Stimpaks oder irgendwas brauchen wir doch. Ach, wieso zwei? Eins reicht doch vollkommen. Ja, nehmen wir noch so einen Red Away. Ob das alles hier was bringt? Na, jetzt haben wir wenigstens schon mal durch unser Durchrennen hier alle aufgeschreckt und... Ach, ehrlich gesagt, ich hatte jetzt auch gedacht, wie enttäuscht wären wir denn gewesen, wenn wir ans Ende gekommen wären und es gibt hier überhaupt gar keine Schlafmöglichkeit. Ja, das möchte ich sehen, wer das zum ersten Mal hier macht und im Überlebensmodus das schafft. Ohne Schlafmöglichkeit. Mama mia. Noch sowieso schon rappelig, weil Dr. Pepper und so. Das ist man ja sowieso etwas so. Schnell hier mal gucken, schnell da mal gucken.
Okay, wir haben gegessen, wir haben getrunken, wir sind nur müde. Leicht hungrig, immer noch hungrig? Da können wir aber doch was gegen tun. Gut genährt und durstig, da haben wir doch Nuka-Cola. Ja, machen wir das einmal auf die altmodische Art. Was haben wir denn hier? Das Kiloton nehmen wir. Was nehmen wir? Den Wächter vielleicht mal? Na, der hat so einen Rückschlag. Das schaffen wir eigentlich. Das hier wäre noch das Beste. Ja. V! Wie soll ich denn V drücken? Hier. Ja, wo ist das spuckende Ding? Wir müssten jetzt eigentlich alles hier aufgeschreckt haben, was hier so rumläuft. Lassen alles liegen hier erstmal. Ja, ein Schuss. Ja, so sollte das sein, aber auch ohne Psycho sollte das so sein. Nuka-Cola Quantum. Doppelte Kalorien, doppelte Kohlenhydrate, doppeltes Koffein und doppelter Geschmack. Na, wir müssen und in den danach Mittelbereich, da sind die. patentierte blaue Leuchten. Also, lehnen Sie sich zurück und entspannen Sie sich, während wir Sie durch die Nuka-Cola-Welt der Erfrischung führen. Das blaue Leuchten ist nicht nur Kosmetik, Leute. Quantum enthält eine super geheime Zutat, die Ihnen einen atomaren Energieschub verleihen wird. Höre Eliminierungssubroutinen aus. Da, wie oft sollen wir da drauf schießen? Ach so, das ist die Brut. Oh. Diese Brut. So, wo sind die nächsten? Wo ist unser Schlafplatz jetzt? Ach, wo sind wir jetzt rausgegangen? So wird das gemacht? Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine gute Idee alles war. Sind wir jetzt. Gibt es doch einen Außen. Gibt doch hier keinen Außenbereich, oder? Na doch. Nach oben ist immer gut, da hat man eine gute Übersicht und kann. Ah! Okay, ich hab. Ich hab. Moment, Moment. Ah. Das war ein König oder sowas? Wow. Jetzt sind wir hungrig, müde, durstig. Der macht uns sowieso gleich fertig. Ich weiß schon. Das war vielleicht eine gute Idee, wenn man, ja, wenn man es nicht übertrieben hätte, dann. So geht das doch nicht, oder? Gut hydriert jetzt.
Nur müde sind wir noch. Adrenalin noch, sehr gut. Ach, was ist mit der Waffe? Wie viel haben wir da noch? Oh, das ist wenig. Aber das sollte für ihn da reichen. Was? Getarnte Einheit im Einsatzbereich. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin will. Ich will nach oben. Ich will nur nach oben. Erstmal gucken, was uns hier alles erwartet von hier oben. Oh, haben wir keinen Schutz. Aber wir können durch die Gitter schießen. Na, wo ist der? Die können weit schießen, oder? Die können... Der Aggressotron, wo ist er denn? Da hat gerade noch einer was gesagt. Getarnte Einheit. Wir sind doch gar nicht mal getarnt. Das war, glaube ich, zu weit weg jetzt. Hubschrauberlandeplatz. Ah, wo ist unser Hubschrauber? Holt uns hier raus. Oh, die halten wieder was aus jetzt. Gleich hört Psycho schon auf zu wirken. Soweit. Wir hätten doch unser Schaf. Jetzt könnte man das gut gebrauchen. Das kann weiter schießen. Aha. Ich glaube ja nicht, dass die so weit spucken können. Was haben wir denn hier noch? Können das weiter schießen? Ja, tatsächlich. Was? Eine Königin? Aha. Uns bleibt doch nichts erspart. Aha, aha. Läuft einer Amok, habe ich den Eindruck jetzt. Tut mir leid. Ich wollte das ja auch lieber spannend und anders angehen, aber dann war jetzt wirklich der Geduldsfaden kurz mal etwas, war er gedehnt ein bisschen weit und... Ja, wir sind noch nicht durch, wir sind noch lange nicht durch. Dieser dämliche... Entschuldigung, dieser Aggressodron oder... Na, wir wissen ja gar nicht mehr, was das genau ist. Den müssten wir doch noch irgendwo erwischen hier. Das wird wieder unser Verhängnis. Ich weiß es. Jetzt haben wir hier draußen alles schön. Oh, das wird aber Spaß machen, das nachher alles einzusammeln dann. Gibt es hier kein schönes Thumbnail für uns? Ach, hör mir auf. Nein, gibt es leider nicht. Vielleicht, wenn wir uns hier so ein bisschen... Ah, da hinten, da krabbelt noch was. Moment, Moment, Moment. Das ist doch wunderbar. Ja, die wären ja jetzt nicht so tragisch gewesen. Der ist schon tot. Aggressotron. Wo ist er denn? Na, da werden wir wohl wieder runter müssen. Ah, da unten bewegt sich auch noch einer. Worauf schießen wir denn hier? Ach, der lebt noch. Das sieht nicht aus ohne Panzer, also.
Der war doch noch im Leben, oder? Na, da werden unten noch genug hocken. Vor allem am Ausgang sind ja auch noch ganz viele. Das mit der Maialo-Königin, das war nicht schlecht. Also, dass wir die von hier oben erwischt haben. Hat sich da was bewegt? Da hinten? Das ist doch tot. Ja, wo haben die ihre Aggressotrons hier rumlaufen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir haben aber auf dem ganzen Weg hierhin jetzt keine Schlafmöglichkeit gefunden. Ich finde das ein bisschen... Überlebensmodus finde ich ein bisschen übertrieben schwierig jetzt. Ach was, abgeschlossen? Der Außenbereich ist schon mal abgeschlossen. Aha. Es krabbelt aber noch was. Oh nein, das Radio. Wow. Nein, 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 nein. Nicht überladen. Wir sammeln nachher ein. Oh. Wir kommen ja hier sogar hin zu der Hubschrauber-Landeplattform. Wo ist dieser Aggressotron? Der müsste draußen sein, meine ich. Ich meine, wir haben den hier irgendwo gehört vorhin. Aber keine Schlafmöglichkeit hier, weit und breit. Da wird irgendwo was sein. Da, vielleicht da. Naja, warum sollten... Das ist ein Arbeitsplatz. Warum sollten die hier auch im Bett stehen haben? Ja, brauchen die... So eine große Fabrik. Brauchen die nicht eine Krankenstation oder so etwas? Wenigstens. Etwas, wo man, wenn einem schlecht wird oder einem es nicht gut geht, dann damit man sich da hinlegen kann. Kurzzeitig. Stehen wir noch unter irgendwelchen Drogen? Ja, tatsächlich. Psycho und Maddox, sehr schön. Ah, sehr schade. Na toll, ein Sessel und sowas, aber... Das waren... Das waren hier wahrscheinlich die fleißigsten Arbeiter. Naja, okay. In so einem Dr. Pepper-Werk, da würde ich wahrscheinlich auch Tag und Nacht wach sein. Keine Sorge, einsammeln machen wir ein andermal. Haben wir den zufällig erwischt? Nein, das glaube ich doch nicht. Zufällig? Wir haben auf alles geschossen, einfach hinter uns geschossen so. Ah, Kronkorken, gib deine Kronkorken. Ich will deine Kronkorken. So, Läden dicht alle. Alles runtergemacht, die Fenster. Kribbel, krabbel. Da ist noch irgendwas. Kein Bett hier. Nichts.
Alles Mögliche, aber kein Bett. Ah, jetzt hätte ich beinahe gesagt, aha. Zu früh gefreut. Auch da kein Bett. Also gut. Innenbereich, naja, das wird dann ja jetzt, da wissen wir jetzt Bescheid so einigermaßen. Treppen ins Nichts da drüben. Naja, um sich draufzustellen und das zu verteidigen hier wahrscheinlich. Ja, höchstwahrscheinlich. Wo war der Aggressotron? Das kann der doch nicht gewesen sein, oder? Hat er sich mit dem Maiolux auseinandergesetzt da? Also ich gehe jetzt nicht eher hier weg, bis wir einen Schlafplatz gefunden haben. Das ist das Ganze. Deswegen renne ich hier rum wie ein... wie von der Tarantel gestochen. Kennt ihr den? Ach, guck an. Jetzt ehrlich. Wo kam der her da oben? Wir sind doch da oben überall lang gelaufen, dachte ich. Nichts los. Vor allem kein... Oh, was ist das? Ein Riesensafe? Nein. Nichts. Nur Deko. Ja, also ohne Schlafplatz, das geht doch gar nicht. Wenn die anderen Bereiche auch ohne Schlafsack sind... Oh. Na gut, also im Außenbereich zumindest scheint es keinen Schlafplatz zu geben hier. Wer einen gefunden hat, der möge es bitte in die Kommentare schreiben. Ich finde hier keinen. So, hier haben wir auch geguckt. Sind wir extra nochmal rauf. Ja, sollte der wirklich da drüben sein, in diesem Anhänger, in diesem Wohnwagen? Müssen wir aber hier durch. Wehe, hier kommt jetzt noch mal ein Aggressotron oder was? Nein, hier waren wir doch schon. Okay, hier unten waren wir noch nicht. Ach, die ganzen Schlüpflinge da, das ist ja nicht das große Problem jetzt. Ich glaube fast... Nein, da drin wird keiner sein können. Darf ich mal vermuten, darf ich mal raten, dass der Überlebensmodus vergessen wurde? Oder? Das kann doch nicht geplant sein, dass es hier gar keine Schlafmöglichkeit gibt, oder? Die haben bestimmt vergessen, dass hier irgendwo Schlafplätze hinzumachen. Oder soll das so sein, dass man hier 10-mal hin und her rennen muss? Das glaube ich nicht. Nein, das glaube ich nicht. Aber wir haben ihn noch nicht gefunden, den Schlafplatz. Irgendwo stehen hier Zelte oder irgendetwas rum. Hier kann man auch noch rein, hinten. Aha! Und hier auch wieder raus. Naja, das wäre aber jetzt auch ein bisschen weit weg vom Geschehen. Wisst ihr, was ich meine? Liebe Welt da draußen! Jetzt ist doch alles fast wieder gut. Ich weiß gar nicht... Warum denn nicht sofort so? Warum nicht gleich so? Hm? Erstmal durchrennen und gucken, was ist hier eigentlich los. Das hätten wir hier vorher auch schon. Was ist das hier? Welt der was? Welt der Erfrischung? Ich sehe keine Tür hier. Hä? Was ist das denn jetzt? Kann man hier durchkriechen vielleicht? Jetzt ist es nichts mehr. Merkwürdig.
Sie hatten auf jeden Fall ihr eigenes Wasser und das war auch eine ganz besondere Maiolo-Königin, glaube ich. Ja, da unten gehe ich nicht gucken nach einem Schlafplatz, da wird schon nichts sein. Ja, dann habe ich mich ja gar nicht mal so sehr getäuscht hier mit dem Schlafplatz. Wisst ihr, liebe Welt, was wir dann machen, wenn sie... Wie man sieht, hier gibt es keinen Schlafplatz. Wir sammeln jetzt nicht hier groß alles ein. Hier unten kommt man gar nicht rein. Nein. Ja, was wir machen, kann ich sagen, dann rennen wir eben zurück nach Nuka World und speichern da einmal, gehen da einmal schlafen, wollte ich sagen. Hier gehen wir nicht rein. Welt der Erfrischung. Benötigt Terminal. Einmal hier ums Haus. Und nichts. Da würden wir wahrscheinlich in der Red Rocket Raststätte mehr Erfolg haben. Das ist ja näher jetzt. Moment, 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 Moment. Es gibt nichts zu trinken hier überall und es gibt auch keine sehr wenig Schlafplätze. Also, ich kann mir vorstellen, dass das so vom Hersteller nicht gedacht ist, oder? Gut hydriert, haben wir auch Hunger? Ja, übermüdet sind wir immer noch. AP-Renegation minus 15%, das ist nicht gut. Ja, aber da können wir jetzt auch nicht viel machen. Wir haben keine Nuka-Cola dabei. Oh nein, müssen wir jetzt wirklich hier außen rum? Oh nein! Ist doch okay alles. Wir schaffen das schon. Hier gibt es irgendwo, gibt es ja ein Loch drin. Och. Ja, darüber fliegen. Geht nicht? Das wird uns jetzt auch noch fehlen. Einer nur? Was machen hier Gunner eigentlich? Ich denke, das sind Raider hier alles. Nix wie weg von hier. Wir nehmen aber hier brav die Straße, da kann uns weniger passieren. Das ist merkwürdig mit den Schlafplätzen. Ja, aber vielleicht soll das so sein. Das soll man ja, da soll man ja nicht in 5 Minuten durch sein. Vielleicht. Vielleicht doch. Also das mit dem Außenbereich hat jetzt richtig Spaß gemacht, muss ich sagen. Das andere macht ja auch Spaß, aber schon in der Galaktikzone, das mit den Schlafplätzen, da ging's ja. Wir haben ja dann, wussten wir, wo welche sind, dann ging's ja. Ja, wobei, ich muss zugeben, das mit dem Battle-Dings, das war schon krass. Diese Kampfzone, das war schon heftig und auch Wall-Tech fand ich auch nicht so schön. Dass man da so eine schlechte Schlafmöglichkeit nur hatte. Ja, das hat mir nicht so gut gepasst. Misha. Ja, was haben wir denn sonst? Ach, Schrott haben wir noch da.
Munition eingesammelt, ein wenig, aber nur, ja, das lohnt sich ja fast gar nicht, das hier jetzt alles wegzulegen. Er hat ja eigentlich nur eine Regel. Was? Lass dich nicht erwischen. Was ist das? Ich dachte, wir sind irgendwo vorgelaufen gerade. Wir sind zu schnell, liebe Welt da draußen. Ja, und was wird sein, wenn wir da hinkommen? Sind alle Kreaturen, die wir erwischt haben, natürlich verschwunden oder sogar respawned? Ja, respawned hoffe ich mal nicht hier in der Gegend. Aber vielleicht verschwunden. Hier gibt es Maschinen, die Kinder mit Nuka-Cola ein. Gesprüht haben. Was hatten diese Leute für Probleme? So, jetzt haben wir das auf jeden Fall schon mal hinter uns. Und wenn da drin noch ein Aggressor drin rumläuft, ja, wir müssen uns die mal genau angucken. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Wir haben in den letzten Folgen, in den letzten zwei Folgen, ich glaube, in der ersten Folge, da war noch irgendwas, sind wir da in eine Falle reingelaufen oder so? Ich weiß es nicht mehr, aber jetzt in der letzten Folge zumindest, ja, so oft, wie wir da in die Beine geschossen haben. Und jetzt hat man es ja gesehen, okay, diesmal standen wir unter Drogen. Also von daher war das vielleicht diesmal dem Aggressotron gegenüber nicht ganz fair, aber ja, man muss schon gucken, wo man hinläuft. Ach, guck an. Egal, wir sind viel, viel schneller als Ameisen, oder? Sollten wir sein. Dabei haben wir nicht mal alle unsere Rüstungsteile an. Wir wären ja noch mal schneller, wenn wir alles an hätten. Oh, wir können... Nee, Moment, sollen wir... Hinten können wir gar nicht rein. Wir müssen schon hier rein, wenn... Oh Mann, wenn die anderen auch so sind, die anderen Abteilungen, ohne Bett und allem. Das finde ich dann aber nicht so prickelnd. Oh nein. Ach, das schadet nichts. Wir sind nicht langsamer durch das Wasser geworden. Haben wir drin nicht auch schon gewütet mit Aggressotrons? Ach so, raus, einsammeln. Erstmal brauchen wir Sicherheit. Jetzt mit einem Nuka-Cola Quantum Plus. Die Geschichte von Nuka-Cola begann im Jahr. Es dauerte fast 2 Jahre, um die Kommunikation zu nehmen. Aber Ende 2014 verstand ich Erfolg. Und Nuka-Cola war geboren. Minderwertige Geschichte und wurde zu Amerikas beliebtesten Softdrink. Im Westen gab es regionale Varianten, etwa die klassische Nuka-Cola Quarz und die erfrischend patriotische Nuka-Cola Victory. Hier im Osten Nuka Grape, Nuka Orange und Nuka Cherry. Das finde ich jetzt nicht so gut. Und für jene, die den... Wir hätten wenigstens ein bisschen Munition noch mitnehmen können. Abgeschlossen. Säubere den Innenbereich. Innenbereich ist auch gesäubert. Die Brot zählt nicht. Und die Geschütztürme zählen auch nicht. Regionale Varianten. Die Aggressotrons zählen auch nicht. Die Brot zählt nicht. Freuten sich die Leute über die erfrischenden Geschmacksrichtungen Nuka Grape, Nuka Orange und Nuka Cherry. Hey Mama und Papa, aber das hier ist nicht nur eine Attraktion. Hier in der Apfelanlage kommt unser schwarzes Gold.
in unsere neue und hier eine besondere Überraschung. Ach so, hier liegt irgendetwas. Jede Flasche wird mit Kohlensäure versetzt und dann mit einem unserer Ach ja, das war doch mal was jetzt. Aber das ist alles wurscht. Wir haben es geschafft, oder? Ich sage nur, das zählt. Und jetzt fangen wir von hinten an und nehmen mit, was wir mitnehmen können. So sieht's nämlich aus. Moment, nein, so sieht's noch gar nicht aus. Wir müssen noch mal hier in diese, genau, in diesem Bereich hier. Aber währenddessen können wir ja schon mal ein wenig einsammeln. Nuka-Cola Quantum. Doppelte Kalorien, doppelte Kohlenhydrate, doppeltes Koffein und doppelter Geschmack. Und dann noch dieses tolle, patentierte blaue Leuchten. Blaues patentiert, die Farbe? Also, ich weiß schon. Lehnen Sie sich zurück und... Welt der Erfrischung führen. Wow. Wo ist die Mine? Wo ist der Gunner? Da unten ist der Gunner. Ach, durch die Mine ist bestimmt wer anders gebaselt. So, wir sollten wieder etwas Munition haben dadurch jetzt. Hier in der Abfüllanlage kommt unser schwarzes Gold. Oh nein. Und unsere neuen supermodernen Raketenflaschen. Jede Flasche wird mit Kohlensäure versetzt und dann mit einem unserer berühmten Kronkorken verschlossen. Ich glaube, Koffein ist nichts für mich. Da wird man nur zu rappelig davon. Hier kommt unser schwarzes Gold hier in unsere neuen, supermodernen Raketenflaschen. Und hier eine besondere Überraschung. Hier produzieren oh, wir nein. das neueste Mitglied der Familie, Nuka-Cola Quantum. Ach, wir sind immer noch nicht überladen. Das finde ich aber gut. Müssen wir hier nicht noch rein? Ach, jede Flasche wird mit Kohlensäure versetzt und dann mit einem unserer berühmten Kronkorken verschlossen. Aber das hier ist nicht nur eine Attraktion. Es ist eine von den Also hier sind 35 Kronen, bitte. Trinken Sie auf die Augen nach unserer Nacht. Trinken Sie Nuka-Cola Dark nicht, wenn Sie schwanger sind oder eine Schwangerschaft planen. Fahren Sie mindestens 8 Stunden nach dem Genuss kein Fahrzeug und bedienen Sie keine schweren Maschinen. Hey Mama und Papa, bereit für einen Abend in der Stadt? Dann schnappen Sie sich eine eiskalte Nuka-Cola Dark und erleben Sie die durstlöschendste Variante zu entspannen. Angeblich ist ja alles gesichert, aber was hören wir denn da schon wieder? Moment mal. Wenn wir doch keine Munition mehr haben, dann können wir ja zur Not können wir doch auch diesen hier mal nehmen. Der Wächter des Aufsehers. Jetzt diesmal klappt es. Vielleicht war das kaputt vorhin. Sowas gab es ja schon mal. Früher war das oft, dass dieses Ziel irgendwie verstellt war, aber ich glaube nicht. Also zumindest bis jetzt habe ich noch nichts hier über Bugs gehört, gelesen, gesehen. Yeah. Ich freue mich trotzdem. Auch wenn ich schon wusste, dass das da lag. Haben wir unten alles durchsucht? Ah, eine geheimnisvolle Tür dort.
Irgendwie können wir uns auf einmal so schnell bewegen, oder? Da meine ich das nur. Och Mensch. Ja, wir lassen sie das Dreckswasser trinken, unsere gute Lucrezia. Sie kann doch auch nichts dafür. Sie macht nur das, was wir ihr sagen. Nichts anderes macht sie. Und für jene, die den zeitlosen Geschmack von Malz lieben, gibt es die leckere Nuka-Cola Wild. Im Westen gab es regionale Varianten, etwa die klassische Nuka-Cola Quarz und die erfrischend patriotische Nuka-Cola Victory. Und für jene, die den zeitlosen Geschmack von Malz lieben, was? Die leckere Nuka-Cola Wild. Ich hab R drücke ich die ganze Zeit, aber für Transfer. Aber wir kommen nicht dran. Wir reichen einfach nicht hin. Wir lange nicht hin. Jetzt komm, nimm das schon. Also, jetzt brauchen wir die Brille. Wo haben wir denn die Brille? Da ist ja die Brille. Wo ist das? Ach so. Okay, noch ein Hinweis. Genau, noch ein Hinweis. Im Westen gab es regionale Varianten. Ach so, wir lassen die lieber gezückt. Nuka-Cola Quarz und die erfrischend patriotische Nuka-Cola Victory. Und für jene, die den zeitlosen Geschmack von Malz lieben, gibt es die leckere Nuka-Cola Wild. Im Westen gab es regionale Varianten, etwa die klassische Nuka-Cola Quarz und die erfrischend patriotische Nuka-Cola Victory. Sie überflügelte rasch andere, minderwertige Getränke und wurde zu Amerikas beliebtesten Softdrink. Oh! Kunden-Animatronik. Von einem Softdrink, der Energie spenden, die Konzentration steigern und 120% des empfohlenen Tagesbedarfs an Zucker decken würde. Die Geschichte von Nuka-Cola begann im Jahr 2042. Oh yeah. Cool. Firmengründer John Caleb Bradburton am Anfang seiner Karriere. Ich weiß auch nicht, wo auf einmal unser Kumpel geblieben ist. Hey Mama und Papa, bereit für einen Abend in der Stadt? Dann schnappen Sie sich eine eiskalte Nuka-Cola Dark und ich bin jetzt nicht. Ja, hier oben waren wir noch. Die Konzentration steigern und 120% des Alkoholgehalt 35% in der Nuka-Cola Welt der Erfrischung. Jetzt mit einem Nuka-Cola Quantum Plus. Okay, hier unten, glaube ich, sind wir noch nicht gewesen. Sollte da ein Schlafplatz sein, vielleicht? Wir tanzen schon nach der Musik. Ja, jetzt sind wir aber endlich mal überladen. Aha, so ist das also. Ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert, wie viel wir auf einmal tragen können.
Wow. Na, das wollte ich aber auch mal sagen, so langsam. Nougat-Cola-Abfüllanlage und keine Flaschen. So wenig haben wir nun gefunden. Da müssten wir doch kistenweise irgendwo welche finden noch. Kommen euch die Fließbänder vielleicht bekannt vor? Erinnert mich irgendwie an Starlight Drive-In. Wow. Ja, das sieht doch gut aus, genau. LKW-Ladungen an Nuka-Cola. Wo habt ihr die guten versteckt? Haben die hier vielleicht nur eine Sorte abgefüllt, und zwar Nuka-Cola Sherry, oder ist das abteilungsbedingt, oder kann man die Maschinen sogar umstellen? Umschalten auf Nuka-Cola-Betrieb oder so? Naja, nochmal, warum sollte es hier einen Schlafplatz geben? Das ist wahrscheinlich schon bedacht. Ach ja, wenn man so viele Colas hier einsammeln kann, da bin ich aber schon glücklich. Wir werden ja nachher sehen, wie viel wir hier raustragen. Aha, Nuka-Cola Quantum-Bereich hier, ja. Ich bin immer noch so ein bisschen vorsichtig, weil ich nicht glaube, dass wir wirklich alle schon erwischt haben. Und hier die Kisten, da ist auch nichts drin mehr. Nichts Gutes für uns, schade. Da werden die ganzen Nuka-Colas drin sein. Aber hier hat man doch auf lange Sicht dann mal ausgesorgt jetzt damit. Aha, hier waren also Gunner schon und haben sich hier schon... Ah, dann muss es hier doch einen Schlafplatz geben. Ja, hier gibt es dann gleich einen Schlafplatz, da bin ich mir sicher. Ja, aber ich war mir schon oft sicher und dann war da gar nichts. Das sind die Wasserfälle von draußen, vermute ich mal. Ich muss gestehen, ich hätte jetzt hier aber auch mit Ghoulen gerechnet, irgendwie. So verstrahlten, vergühlten Mitarbeitern, an so etwas hätte ich mehr gedacht hier in der Ecke. Sergeant Lanier. Ich werde verrückt. Corporal Donays Bericht. Ein Starkern und ich werde verrückt, ich glaube es ja kaum. Mittendrin, hier so tief drin, gibt es einen Schlafplatz. Sogar mehrere. Okay, ich nehme alles zurück. Nein, es wurde doch nicht vergessen. Es soll halt nicht so einfach sein. Okay, ich verstehe schon, worauf die Entwickler da heraus... Worauf die hier im Nuka-Pork hinaus wollten. Ist schon gut. Ich nehme alles zurück. Darf ich das noch? Auch wenn das in einer letzten Folge passiert ist, dass ich mich etwas geärgert habe. Ach ja. Ja, keine Frustrationstoleranz mehr, muss ich ja zugeben. Seit The Evil Within ist da nichts mehr. Das scheint irgendwie mich total aus dem Konzept gebracht zu haben. Jahrelange Meditation und autogenes Training, alles futsch. Das ist gut, immer die Schuld. Immer wer anders hat die Schuld, okay? Was wollten wir jetzt hier noch? Schlafen, geschlafen haben wir? Ach so, jetzt weiß ich, ja. Wir haben doch jetzt... Anises Abschiedsbrief zum Beispiel. An die Arschlöcher, die mich hier drin gefangen haben.
Ich mache bei eurem kleinen Spielchen nicht mehr mit. Ich habe eure dumme Feuer... Ach so, das... Nee, Moment, Entschuldigung, das war es gar nicht. Das hatten wir in der ersten Folge gelesen. Und... Ach, das hier ist es. Corporal Downeys Bericht war das ja. Hier spricht Corporal Downey. Soweit ich weiß, das letzte lebende Mitglied von Sergeant Laneys Erkundungsteam. Wir haben versucht, die Abfüllanlage zu sichern und wurden von einer neuen Meyerlock-Art überrannt. So etwas habe ich noch nie zuvor gesehen. Blaues Leuchten. Unglaublich stark. Stärker als jeder Commonwealth-Lurk. Das muss das Quantum sein, das hier durchfließt. Wir haben ihr Nest angegriffen. Da kamen sie rausgeströmt. Wir haben uns zurückgezogen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass einer dieser verdammten Lurks mit meinem Bein abgezogen ist. Oh. Private Clay hat mich in Sicherheit gebracht. Dann habe ich ihn losgeschickt, um die anderen zu warnen. Aber ich konnte die Schreie selbst hier noch hören. Ich weiß, dass keine Hilfe unterwegs ist. Und ich will verdammt sein, wenn ich als Meyerlurk-Futter ende. Also nehme ich die Dinge selbst in die Hand. Corporal Downey meldet sich ab. Für immer. Ah, wer weiß, was die da unten dann noch getrieben haben. Na, da wären wir ja schon fast dran gewesen beim letzten Mal. Gehen wir nochmal zurück, denn ich vermute, da unten ist irgendetwas ganz, ganz Tolles drin. Wir brauchen ja auch noch den Schlüssel für die Nuka-Rüstung. Nuka World Power Rüstung, die wollen wir ja unbedingt mitnehmen. Dafür haben wir ja auch den Kern dabei. Und ich vermute mal, dass hier drin irgendetwas Spannendes ist. Da hinten sehe ich es nämlich leuchten. Es gibt sogar noch einen Aufzug, der irgendwo hinführt, sehe ich. Von hier aus dachte ich, hätte oben Geschütztürme gesehen und man hört auch noch irgendwas. Vielleicht ist da noch ein Wachbot oder sowas drin. Nun gut, Sicherheitsterminal. Damit können wir doch mit Sicherheit die ein oder andere Tür hier noch öffnen, vielleicht sogar nach draußen. Okay, Nuka-Cola-Abfüllablage, sicheres Getränkspezialistenlabor. Okay, aktueller Status, Notenergie. Und zu öffnen, Systemfehler, die Nuka-World. Hauptenergie ist deaktiviert. Notfallabriegelung aktiviert. Ach, naja, wäre ja jetzt auch... Ja, das wäre schon schön gewesen und... Ja, da oben sind Geschütztürme. Kann man die von hier vielleicht treffen? Überhaupt nicht, nein. Oh, das ist aber schön leise. Unser Gewehr hier. Oh, haben wir jetzt nicht richtig nachgeladen? Nein. Komm, holen wir uns ein paar Parasiten noch. Ja, das blaue Leuchten ist nicht da war doch noch was. Leute. Quantum enthält eine super geheime Zutat, die ihnen einen atomaren Energieschub verleihen wird. Die super geheime Quantum-Zutat. Super. Und hier eine besondere Überraschung. Hier produzieren wir das neueste Mitglied der Familie. Nuka-Cola Quantum. Waren wir das, als wir hier durchgewütet sind? Nein, das kann doch nicht sein. Naja, oder doch? Vier Stück von denen. Gar nicht mal so schlecht. Ich glaube dann in den letzten Folgen, ich weiß auch nicht, ob ich da Fail dran schreiben soll oder was, ich glaube, dass das Visier verstellt war, so wie es früher öfter vorgekommen ist. Nach ein paar Stunden war das immer so. Da war alles verstellt, man konnte nichts mehr aufheben und so. Ich habe da gelesen, es gab früher mal einen Bug. Aber das kann ja jetzt... Na, aber man hat es ja gesehen, wir haben oben auf die Geschütztürme... Da konnten wir schon nichts ausrichten, da haben wir doch genau drauf getroffen. Na, hier waren wir überall, ja. Aber so richtig alles haben wir noch nicht gefunden.
Und zwar, weil wir den Ausgang nach draußen noch nicht gefunden haben. Oder der ist da an diesem Aufzug, dass da noch irgendwie was ist. Aha. Da ist der Ausgang nach draußen vielleicht. Wir brauchen ein Terminal und das benötigt höchstwahrscheinlich dann schon wieder Strom, Energie. No, vielleicht auch nicht. Türenfernsteuerung, Interface, Status verriegelt, Tür aufschließen. Entriegelte Tür, na das klappt doch. Ja, dann haben wir alles durchsucht und wenn wir jetzt von draußen noch ein paar Sachen mitnehmen, dann sollte das doch gut geschafft geworden. Gut. Das war ein bisschen hektisch am Anfang, ich gebe es ja zu. Oh, wir haben hier aber noch ein paar Schlüpfchen, meine ich. Haben wir oben auch noch nichts mitgenommen? Dann fangen wir oben vielleicht mal an. Ausnahmsweise. Gehen wir doch mal nach oben. Ja genau, darum kümmern wir uns später. Wir müssten wir nicht noch etwas finden? Ach so, nein, da kommen wir erst dran, wenn wir den Strom einschalten an die Powerrüstung da hinten. Der hatte eine Schere verschluckt. Was ist das überhaupt hier? Nukalurk, Jäger. Mhm. Welt der Erfrischung nochmal? Wo kommen wir denn hier dann rein? Wo landen wir jetzt? Im Meierlurk-Nest. Alles nochmal. Merkwürdig, die haben wir gerade gar nicht gesehen. Die Tür haben wir nie gesehen. Doch. Doch. Ich glaube, als wir hier in... Wie von der Tarantel gebissen, als wir hier durchgerannt sind. Ich glaube, da haben wir diese Tür benutzt, um rauszukommen. Und dann standen wir da auf einmal draußen. Dann haben wir noch einen Aggressotron irgendwo gehört und sind voller Panik dann. Oder das andere, Gegenteil von Panik. Na, sind wir hoch. Ich weiß nicht, wie... Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir hier draußen einen Aggressotron erwischt hätten. Der wurde vielleicht dann von den Meierlurks erwischt. Kann das sein? Könnte ich mir vorstellen, fast. Oh, da fällt mir ein, aber hier fehlt noch etwas. Oder sollte das der erste Bereich sein, in dem wir keine Zeitschrift finden, oder? Nun gut, wir werden uns hier mal gemütlich hinsetzen und werden warten bis zum nächsten Tag. Das ist zwar jetzt ein bisschen lange alles, aber... In der Dunkelheit macht es ja nicht ganz so viel Sinn, hier etwas zu suchen. Und wir werden auch hungrig und durstig sein am nächsten Tag. Ah, den nuklearen Sturm haben wir schon mal überstanden, überwartet sozusagen. Ja, von mir aus, die Sonne scheint gerade so schön und es ist so schön früh. Stehen wir jetzt schon mal auf. So, diese Etage haben wir. Ab zur nächsten Etage. Zum Glück sind die ganzen Kreaturen noch nicht despawned und sind noch da zum Einsammeln.
Ja, also hier in dieser Abfüllanlage, da ist aber nicht in jeder Ecke was für uns versteckt, merke ich gerade. Und ich sehe schon, ich weiß, die Folge ist leider am Ende. Aber so fix noch hier alles ein. Ja, hier ist nicht an jeder Ecke was versteckt. Da oben waren wir schon. Da oben waren wir jetzt noch nicht. Aber die 5 Minuten, die können wir doch noch hier schnell einsammeln. Dann brauchen wir das in der nächsten nicht mehr zu machen. Ich meine, das Einsammeln macht ja auch Spaß. Man merkt es vielleicht. Ja, das Koffein kommt durch den Bildschirm direkt in mein Gehirn rein. War da oben irgendetwas zum Einsammeln? Ich glaube eher nicht. Eine schöne Aussicht war da oben vielleicht. Moment, das schaffen wir doch gar nicht. Fällt mir ein. Wir müssen ja unten auch noch alles einsammeln. Also wird es dann doch etwas zu lang. Das dauert ja bestimmt noch mal eine halbe Stunde. Aha. Aha. Eine Fabrik ohne Krankenstation, aber dafür haben die unten noch ein Geheimlabor. Vielleicht gibt es da ja noch irgendetwas Schönes. Eine Krankenstation vielleicht. Ja, warum sollten die Krankenstation in das Geheimlabor bauen? Ich wüsste keinen Grund. Ich weiß nur, dass wir durstig sind. Und hungrig auch. Essen, genau, essen wollten wir. Na, das ist doch schon mal etwas besser jetzt. Oh nein, jetzt ehrlich, hier ist auch, im Außenbereich gibt es auch nochmal ein Bettchen. Hier könnten wir sogar 5 Stunden schlafen. Das Wetter war gerade nicht so schön. Also legen wir uns nochmal ein bisschen länger hier hin. Sie sind in Boston. Sie haben Boston getroffen. Das ist keine Übung. Da befindet sich Jennys Kollege oder College. Zum Teufel mit den Evakuierungspatrouillen. Ich muss sie suchen. Raoul, wenn du das hier liest, tut mir leid, dass ich mich nicht an das Begleitsystem halten konnte. Viel Glück, Casey. Oh, jetzt haben wir es doch mitgenommen. Oh nein, und ich wollte R drücken. Auf, dass unsere Liste noch länger wird. Casey, Passwort. Oh, Casey, Schlüssel. Moment. War das jetzt nur Caseys Passwort? Ja, trotzdem brauchen wir Strom, um da unten reinzukommen. Aber dann haben wir das schon mal wenigstens. Wie konnten wir die Matratze übersehen? Die war gut getarnt. Und wir waren etwas aufgeregt vielleicht. Ja, mit Sicherheit sogar. Nicht kaum. Aufgepasst. Die Hygiene wird angegriffen.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist doch hier nicht das richtige Band, das hier abgespielt wird. Da ist doch was durcheinander gekommen. Was habt ihr gemacht? Was habt ihr gemacht? Oder habt ihr noch so einen Nuka Galaxy da stehen? Na, warum auch nicht? Also gut, hier waren wir also schon. Sehr schön, sehr schön. Und dann wollen wir doch mal wieder runter. Auf dieser Ebene waren wir auch schon. Wir können nach ganz unten gehen. Und da sind wir schon ganz unten. Wenigstens bekommen wir das Fleisch. Und die Eier, so viele Eier für unsere Käfige. Nuka-Lok. Nuka-Loks. Und ihre Brut. Jetzt gucken wir doch mal hier rein. Wird schon nichts explodieren, oder? Redex. Warum sollen wir jetzt da rein? Ach so, wir sollen wieder zurück. Weil wir doch die Aufgabe jetzt bekommen haben. Nein, haben wir gar nicht. Ich dachte, unsere Siedlung wird angegriffen. Das war aber was Größeres. Gut gemacht mit dem Wind und so. Irgendetwas sagt mir, dass wenn wir dort ein Passwort von Casey gefunden haben, dass wir dann auch irgendwie eine Art Terminal oder so etwas finden müssten in der Ecke. Doch normalerweise ist das ja in der Nähe des Passworts irgendwie. Vielleicht haben wir es übersehen. Also gut, wir gucken dann mal, was hier die Majalok-Königin, ob wir da noch ein paar Kronkorken bekommen. Na, scheinbar nicht. Aha. Vielleicht doch. Aha. Na also. War jetzt so ein bisschen gruselig, was wir da gemacht haben, aber es ging.
Ah, was ist das denn? Ein schöner, interessanter Durchgang. Das gucken wir uns gleich auch noch an, wo es da wohl rausgeht. Na, zuvor sollten wir noch einmal vorsichtshalber schlafen gehen, oder? Wir wollen doch das nicht nochmal alles einsammeln. Gehen wir nochmal zu Caseys Matratze da oben. So weit. Überladen, naja. Ich habe vergessen, wo die Matratze war. Wo war das denn? Ach, da oben war so ein Raum. Ja, jetzt weiß ich wieder. Moment, haben wir denn hier alles schon eingesammelt? So scheinbar schon, ja klar. Falsche Richtung, falsche Richtung. Oder? Da war Casey. Hier war doch die Matratze. Nein. Ach was, hier waren wir noch gar nicht. Oh, guck sich das einer an. Terminal benutzen. Oh, Scheinwerfersteuerung, nichts weiter. Und standardisiertes Scheinwerfersteuerungsinterface. Scheinwerfersteuerungs-BIOS. So, Admin, Einheiten verbunden, zwei Licht ausschalten, Systemdiagnose. Naja, die werden ja beide noch funktionieren. Beide online und Scheinwerfer tun uns ja nichts. Das ist jetzt nicht so tragisch. Na also, dann waren wir hier also noch gar nicht. Also, als wir eingesammelt haben zumindest, waren wir noch nicht hier. Infektion, meine Gutste. Da haben wir sofort was gegen. Warum wird das hier so gelb-grün alles? Habt ihr irgendwas kaputt gemacht? Antibiotika, da haben wir doch ordentlich was gefunden. Und wie sieht's aus mit der Infektion? Unterdrückte Immunität haben wir noch. Na, vielleicht müssten wir noch mehr Antibiotika jetzt nehmen. Hier war dies. Gut versteckt hier. Ich habe keinen Schimmer, warum. Das muss Nacht gewesen sein. Ja, und wie konnten wir das hier alles übersehen jetzt gerade bei unserer Sammeltour? Haben wir hier doch die Etage noch nicht durchsucht, richtig? Scheint fast so. Ja. Also ich erinnere mich, dass wir schon mal hier gewesen sind. Aber wir waren ja sowieso schon öfter überall. Und hier bestimmt auch. Ja, das kommt vom Koffein hier in den Nuka-Werken. Da ist sie ein bisschen aufgedreht. Wahrscheinlich. Aufgekratzt. Warum können wir hier hochspringen? Niemand weiß es so genau. Hier oben gibt es nichts. Den Code haben wir doch mitgenommen von unten. Ich glaube schon. Ja, ich bin mir sicher, dass wir den Code haben. Müssen wir jetzt wirklich hier rauf und dann auf der anderen wieder runter, auf der anderen Seite? Ist das sowas hier? Ich meine, ist das sowas mit rauf und runter hier? Ja. Ja, ich möchte schon gerne wissen und mal gucken, bei dieser Red Rocket Raststätte würde ich schon gerne wissen, was da los ist. Ist das eine richtige Stadt noch oder ist das auch Kulisse, irgendwie eine Westernstadt oder so? Ja, das kann uns nur unsere Karte verraten.
Das scheint nochmal irgendwie eine Stadt zu sein. Das scheint nicht unbedingt zum Park zu gehören. Ach, vielleicht ist das die Stadt, wo die Arbeiter gearbeitet haben. Die Mitarbeiter hier, die Angestellten. Na, vielleicht. Die müssen ja auch irgendwo hergekommen sein. Und ist doch einfacher, wenn die hier gleich schlafen können irgendwie. Als wenn sie immer erst herfahren müssen. Das ist ja doch eine ganz schöne Strecke hierher. Oh nein, wird's schon wieder dunkel? Wart ihr nicht mal zu dritt Drillinge? Welt der Erfrischung, hier geht's auch noch mal rein. Moment, wo kommen wir denn hier raus? Naja, eher, wo kommen wir denn hier rein, meine ich. Oh. Wo auch immer, es wird wohl einiges hier runtergespült. Interessant, ein Pümpel. Und das haben wir auch gerade nicht gesehen. Da haben wir aber einiges diesmal übersehen hier. Ja, wer weiß, was wir in den anderen Bereichen schon übersehen haben. Wenn wir es übersehen haben, haben wir es ja übersehen. Ja, also ich bin dafür, dass wir das wirklich jetzt abgeschlossen haben. Oh, es hat angefangen zu regnen. So, dann weiß ich, glaube ich, auch, wofür diese Treppen sind. Naja, okay, doch, wir kommen hier hoch. Ich wollte sagen, ich weiß vielleicht, wofür diese Treppen sind, die wir dort überall gesehen haben. Ich weiß allerdings nicht, wo unser Porter Gate schon wieder hin verschwunden ist. Ich erinnere mich, dass wir angekommen sind zu zweit. Und auf einmal war er weg. Ich weiß. Wie beim letzten Mal auch. Auf einmal war er weg. Wir sind zu schnell, unsere Begleiter kommen da nicht nach, ich weiß. Aber... ja, er ist ja nur ein Raider. Das ist ja jetzt nicht so tragisch, finde ich. Wir nehmen ja aber noch die ganzen Fieberblüten mit. Und hier gibt es ja ganz schön viele davon. Sie scheinen diese Nuka-Sache zu mögen, wenn hier so viele davon wachsen. Ja, und den kleinen Abstecher hierher haben wir doch nur gemacht, um hier noch... ach so, wir haben das Medaillon schon von hier. Ah, sehr schön, sehr schön. Nuka World möchte allen Gästen mitteilen, dass ein Teil des Eintrittsgelds den Männern und Frauen zugutekommt, die für uns in der Fremde kämpfen. Also gut. Ich hatte jetzt ein wenig dran gedacht, dass wir in dieser Abfüllanlage wirklich uns in die leeren Flaschen über den Fluss Nuka Cola Quantum einfüllen können. Aber gut. Na, ich meine, das wäre ja jetzt... wir haben so viel Nuka Quantum da unten gefunden, das wäre dann ja jetzt auch nicht so wichtig. So spektakulär wäre das auch nicht. Das war doch schon alles spektakulär, oder?
Das Wetter ist jetzt nicht das Schönste, ich weiß. Da fällt mir gerade ein, wir müssen ja nicht mit dem Wetter... Wir können uns doch einfach hier... Nein, aber hier können wir uns doch einfach hinsetzen. Und warten. Oh nein, es ist abends. Aber um 8 Uhr müsste es doch noch hell sein. So untergehende Sonne und so... Nein. Und es regnet außerdem noch. Jetzt haben wir auch noch ein Gewitter dazu bekommen. Es hat vorhin schon, glaube ich, gedonnert, so ein wenig. Ja, liebe Welt, wir brauchen noch ein schönes Thumbnail, meine ich. Wir haben uns zwar schon ein paar Mal dort in Pose gestellt, aber ich meine, das können wir besser haben. Schönes Wetter, ohne Regen und ganz in Ruhe. Und naja, so ausgeruht werden wir nicht sein. Ja, das ist doch herrliches Wetter. Aber von wo aus hat man hier das schönste Bild auf die... auf diese Nuka-Werke? Ich hätte die umgekippte Flasche ganz gerne mit aufs Bild. Na, da ist dieser verdörrte Baum noch irgendwie jetzt im Wege. Oh ja, das gefällt mir. Das ist gut. So können wir das doch übernehmen für unsere, für unseren Kanal, für unseren Thumbnail. Sehr schön. Noch besser. Ja, wunderbar. Dann darf ich mich an dieser Stelle bedanken für euer Zusehen. Und ich sage Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.